Spürst du, wenn die Kamera hintergeht? Ja, schon, wenn sie hinterher geht, aber wenn sie steht. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Vitus. Happy Birthday to you. Komm, Vitus, komm, jetzt muss blasen. 1, 2, 3. Klavier sofort beteiligen. Wie lange hast du gehabt, bis du das Klavierstück hast können spielen? Ein Monat. Bist du sicher? Ein Monat? Nein, ein Monat und nur einen halben. 6 Wochen hast du gehabt? Ja. Und jetzt willst du weiter Klavier spielen? Als Instrument will ich es nicht spielen. Als Instrument finde ich es blöd. Was willst du denn spielen? Beispiel Schlagzeug. Also es gibt nur ein zweites Kind bzw. eine Figur, die durch den ganzen Film durchgeht und älter wird. Und das ist Isabelle, eigentlich ein bisschen seine Babysitterin. Die ist schon an seinem ersten Geburtstag dabei, dort ist sie 7, die wird da dargestellt durch Anna. Dann in seiner Lebensphase, wo der Vitus so 5, 6 ist, wird sie eben zur Babysitterin. Und die wird dargestellt durch Christina. Und die 18-jährige Isabelle als junge Frau, die den Vitus bewundert und sie dann, nachdem er sie aus den Augen verloren hat, wiederentdeckt, das ist Tamara. Ja, Liebeskummerzeug, weisst du. Komm, gib mir dein Handy. Du kannst, warte, ich habe heute Abend schon etwas vor. Ja, oder? Aber nicht so viel Zeit. Man darf nicht mehr fahren. Und dann? Wenn er dann den Dialog hat mit ihm, bleiben wir hier. Ja. Und dann beginnt er langsam zu spielen, wieder so durch. Da muss er ein bisschen nach vorne kommen. Das Sicherste, wenn ich an einen neuen Film denke, ist eigentlich, dass der Bio gerade die Kamera macht. Weil wir schon so eine grosse gemeinsame Erfahrung haben, ist das auch ein Kapital, das man auf der gemeinsam gemachten Erfahrung kann aufbauen und weiterentwickeln kann. Der Bio, der mindestens so viel Dokumentarfilm macht wie Spielfilm, bringt da eben etwas ein, weil er Schauspieler mit einer ganz speziellen Art von Schauen einfängt. Nach einer abgeschlossenen Szene muss ich nur den Bio anschauen und ich sehe es in den Augen an. Er sagt selten ein Wort, aber sein Gesicht, das merke ich sofort, ist so oder so oder so. Und dann sage ich, man mache eine Wiederholung. Also er ist eine Art ein stiller Kritiker und ein stiller, genauer Beobachter auch von der Schauspielerarbeit. Das Fotnisfresser sind wir. Entweder wir gehen transgrund oder wir landen ein Welthit. Ich bin optimistisch, das ist einfach mein Gefühl. Trotzdem, ich bin gegangen zu Börse. Sabine hat Kostüm gemacht im Film. Und da meine Mutter Schneiderin war, habe ich gelernt, schon als Kind auf das Phänomen Kleider machen Leute zu achten. Also ist ganz wichtig, was die Leute im Film anhaben, weil es eine Art Geschichte weiterverzählt. Und das hat Sabine auf eine sehr autonome Art gemacht. Ist das ein Unterschied, wenn man Kind muss einkleiden oder wenn man Erwachsene tut, mit einem Kostüm beglücken? Es ist ein riesen Unterschied. Also es ist rein schon
die Art, wie man über Kleider redet. Mit einem Schauspieler redet man über die Figur. Und mit einem Kind muss man zuerst mal den Unterschied wieder sagen. Weißt du, das bist nicht du, das ist der Vitus, der das anzieht. Und ich weiss schon, dass du kein Hip-Hopper bist, wenn ich dir jetzt so Kleider gebe. Es geht einfach nicht. Was ist schwieriger, älter machen oder jünger machen? Ja, es kommt auch immer darauf an. Jetzt zum Beispiel bei einer Frau ist es einfacher, Veränderungen zu machen. Weil du kannst wirklich ein Make-up machen, ein Augen-Make-up, das vielleicht ein bisschen älter macht oder so. Bei einem Mann ist es schwieriger, weil die Veränderungen gar nicht sichtbar sollten sein und weil sie ein bisschen subtiler müssen ablaufen. Aber was man natürlich auch machen kann, ist zum Beispiel jetzt mit Haarteilen, Tupe oder Perücken arbeiten. Das geht auch, aber das heißt, in diesem Fall wäre das jetzt too much, oder? Martin, wie macht man einen Schauspieler reifer? Nein, das kann man nicht machen. Ich hoffe, dass ich jetzt in dem ganzen... zum Glück nicht machen. Oder? Ich hoffe, dass ich in dem ganzen Projekt einfach reife an Erfahrungen. Nein, aber so ein bisschen älter, das ist schon interessant. Gewisse Schauspieler habe ich schon seit 15 Jahren im Hinterkopf, dass ich mit denen will mal arbeiten. Und das hat sich jetzt so... Unter anderem war das immer ein Traum gewesen, irgendwann noch mal einen Film mit dem Bruno Ganz zu machen, aber es hat sich entweder nie ergeben von der Geschichte her. Und er ist zum Beispiel von Anfang an in meinem Hinterkopf festgestanden, das ist der Grossvater im Film. Und er ist eigentlich auch schon seit 2-3 Jahren ich mit ihm immer darüber geredet. Und dann ist er wieder gestorben, wieder aufgestanden. Und er hat da treu gehalten, ist auch einer von denen gewesen, machst du auch mit, wenn der Film ein bisschen low-budget ist. Und das ist auch solidarisch. Wie ist Zusammenarbeit mit dem Friedi zustande gekommen? Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Sohn zu tun, mit früheren Geschichten. Unter anderem hat der Friedi mal einen Film gemacht über blinde Hunde und so. Und ich erinnere mich, dass ich das zu sehen, das habe ich nie vergessen. Es gibt einen Film von Friedi, der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Das Höfe. Und so, dass ich immer irgendwie gerne an Freddy gedacht habe, auch wo wir nie etwas direkt miteinander geschafft haben und so. Und wo er mit dieser Sache kam, hat mich das sofort interessiert. Also die Geschichte von dem hochbegabten Kind hat mich sofort interessiert. Der Großvater von Vitus. Was ist die Figur für dich? Ach, eigentlich, das sind alles Sachen, oder viele von diesen Sachen reduzieren sich, obwohl es ein dummes Wort ist. Aber es geht dann nicht mehr so um Nebenwege und irgendwelche Aspekte, sondern das zentrale Ding ist eine Zärtlichkeit oder ja, auch eine Liebe zueinander. Und in dem Fall ist es nicht eine Mann-Frau-Geschichte und so, sondern, oder eine Frau-Mann-Geschichte, sondern es ist eine Beziehung von einem Grossvater zu seinem Enkel. Und das ist das hat eher eine poetische und zärtliche Form als eine realistische. Und das finde ich mich einfach angezogen. Ich finde das eine schöne Geschichte, die miteinander erzählen oder durchleben. Wo ist die Batterie? Neben Funk. Da? Mhm. Und dann der Starter. Da? Ja. Ich habe aber schon in der Vorbereitung gemerkt, dass er mit dieser Grossvaterfigur eine grosse Sympathie hat. Er hat auch mich besucht und hat ganz viel wissen über mein Bild vom Grossvater. Und umgekehrt habe ich ihm aber einen relativ grossen Spielraum gelassen. Ich habe auch bei den Kostümen und so weiter habe ich gesagt, wähl das aus, was dir wohl drin ist, wo mit deiner Grossvaterfigur von der du dir ein Bild machst, dass sich die deckt und so weiter. Und ich weiss, dass er einen Tag lang ein Kostüm probiert hat und dass ihm das extrem wichtig ist, weil er eine Haut erstickt, als er sich in den Kleidern, in denen er auftritt, wohlfühlt.
Er hat sich dann irgendwann mal in einen grauen Hut verliebt, weil im Film kommt eine Stelle vor, wo er so einen parabelhaften Satz sagt, manchmal, wenn man nicht mehr weiter weiss, muss man einen Hut über den Bach rühren.